Jo, was geht ab, Freunde? Kurze Info, bevor das eigentliche Video losgeht. Ich bin heute um 18 Uhr live auf Twitch. Kommt alle zahlreich vorbei. Wir zocken Rainbow Six Siege. Und mal gucken, ob wir noch Bock haben. Es wird sehr lustig wieder. Es wird wieder komplett eskalieren. Bestimmt 18 Uhr auf Twitch. www.twitch.tv/lokomotivedance93. Kommt alle vorbei. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los mit dem Video. Jo, Freunde, also heute kommen wir zu einem etwas anderen Video. Heute kein Let's Play, kein Gameplay oder sonst im Hintergrund, sondern wirklich nur meine Fresse mit meiner Stimme. Ein bisschen Beat runtergelegt, also mal ein bisschen was Ernstes heute. Nicht wundern, die Katze hat meinen Stuhl komplett auseinandergenommen. Ja, man kennt es ja, wenn man Haustier hat. Ja, heute, ihr seht schon im Titel, was kotzt mich an, was stört mich auf YouTube und Twitch. Ich bin jetzt fast ein Jahr auf YouTube aktiv und mir ist so einiges in letzter Zeit, in einem, fast einem Jahr aufgefallen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, was mich so ein bisschen extrem ankotzt an YouTube, was ich nicht verstehen kann, das wirklich einfach eine Katastrophe ist. Und zwar der erste Punkt ist, wenn man YouTube-Videos macht, man gibt sich wirklich sehr viel Mühe, man nimmt die Videos auf, man schneidet die, man bearbeitet die, man muss die auch rendern, weil man nimmt kein Video auf und lädt es direkt hoch, sondern man muss wirklich die ganzen Videos erstmal bearbeiten, das nimmt schon ein paar Stunden, nimmt halt schon ein paar Stunden auf sich. Und ja, meistens werden die Videos nicht in der Abo-Box angezeigt, die Leute werden nicht benachrichtigt, die einen abonniert haben. Ich hoffe, dieses Video sehen wenigstens ein paar Leute mehr als meine Videos, weil die meisten werden, wie gesagt, nicht benachrichtigt. Und dazu kommt dann noch, wenn man ein Video hochlädt auf YouTube, werden von YouTube automatisch die Abos abgezogen. Heißt, es kann passieren, dass du Glück hast, du verlierst keine Abos, oder du hast halt Pech und verlierst halt 8 oder 10 Abos auf einmal. Das ist nicht, weil Leute dich deabonnieren, sondern einfach, weil YouTube dir die Abos wegnimmt. Weil so ist das System. Die denken, okay, ein bisschen abgezogen, er ist ja schon über 1000 Abos zum Beispiel, oder über 500 Abos. Dann werden wir auch mal ein bisschen aufbauen. Heißt, die Leute abonnieren ihn ja eh. Dass quasi der Ausgleich wieder da ist, so eher ins Plus geht. Ne? Das heißt zum Beispiel 8D-Abos und er macht 20 Abos. Tut das ihm nicht weh. So ist allerdings nicht. Deswegen ist auch so eine kleine Sache, die mich persönlich ein bisschen auf die Palme bringt, dass YouTube halt einen die Abos abzieht. Dann kommen wir natürlich auch direkt zum zweiten Punkt. Und zwar, man geht auf YouTube. Hey, komm, wir checken mal ab, wer sowas hochgeladen hat. Die ganze YouTube-Starts jetzt einfach mal komplett vollgespammt mit irgendwelchen scheiß Fake-Pranks von irgendwelchen Idioten, die so schlecht gefaked sind, wo ich denke, warum hat diejenige Person so viele Abonnenten, die so komplett unlustig sind, kompletten Dünnschiss machen, Drecks-Content bringen, aber die Leute lachen sich darüber kaputt, obwohl es so schlecht ist und die Kommentare zum größten Teil auch negativ sind. Und die Leute haben halt auch da massenhaft Abos. Und die wachsen und wachsen und wachsen mit Fake-Scheiße. Das kann ich gar nicht nachvollziehen, weil hinter deren Videos steckt noch nicht mal ein bisschen Arbeit. Es ist einfach komplett schlecht gemacht. Das ist auch so eine kleine Sache oder eine Großsache, die mich persönlich sehr auf die Palme bringt. Oder, oh, direkt der dritte Punkt mit Clickbait. Ich rasiere mir eine Glatze. Beste Beispiel vergessen auf YouTube. Mal gucken, wer hat was hochgeladen. Mal abchecken, die Leute, die ich abonniert habe. Ich auf der Startseite ein Video mit 300.000 Klicks oder setzt da hat sich einfach jemand so eine ja so ein Hut, sag ich mal, so ein Ding über dem Kopf gezogen, hat sich einfach eine Glatze geschminkt. Bruh. Warum? Wo ist dann ich rasiere mir eine Glatze? Ich habe natürlich die angeklickt, weil ich wusste, okay, es ist gefaked. Ich wusste einfach, es ist Clickbait der Vergeltung. Ich wusste es einfach. So und so ein Scheiß, wir hat einfach über 300.000 Aufrufe und der hat auch dadurch ein paar hunderttausend Abos gemacht. Wo ich mir denke, warum? Warum, wie komme ich auf die Idee, so ein scheiß Content auf YouTube hochzuladen, wo ich mir dann denke, ey, die Leute klicken das an, ich tue so, als wenn ich mir eine Glatze rasiere, obwohl ich mir nur eine Glatze schminke. Also wirklich, solche Menschen, meiner Meinung nach, haben auf YouTube nichts zu suchen. Direkt nehme ich auch den nächsten Punkt mit. Und zwar pornografische Inhalte auf YouTube, also beziehungsweise pornografisches Auftreten, hat in meinen Augen auf YouTube Deutschland, auf gar keinen YouTube-Kontinent, nirgendwo was zu suchen.
Weil dafür gibt es andere Plattformen. Warum sich halbnackt präsentieren oder sonstige Scheiße? Ich spreche jetzt auch keine Namen an. Und jeder wird wahrscheinlich wissen, von wem ich rede oder von welchen Leuten ich rede oder welche Art der Leute das ist. Einfach sich zeigen, die letzte Ho auf YouTube, um Hauptsache man macht Abos, man macht Klicks, man verdient richtig viel Geld, weil man so viele Klicks macht. Warum? Es gibt so viele auch Kinder oder auch halt Minderjährige auf YouTube, die nun mal auch auf solche Videos stoßen. So, und ich, wenn ich solchen Sohn hätte oder eine Tochter, die auf solche Inhalte stößt und sich da ein Beispiel nimmt, das will ich mir auch gar nicht durch den Kopf gehen lassen, weil das, dann platze ich. Dann werde ich wirklich aggressiv, wenn ich sowas sehe. Und dass YouTube auch dagegen nichts macht. In den Richtlinien steht ja auch, man soll sowas ja gar nicht hochladen. Man darf ja sowas quasi gar nicht hochladen. Und solche Leute haben schon sehr viele Abonnenten und verdienen wirklich massenhaft Geld mit dem Scheiß. Und dafür steht halt YouTube Deutschland nicht. Warum greifen die nicht ein? Warum werden die Videos nicht gesperrt? Warum? Das ist auch so eine Sache, die mir wirklich ganz gewaltig gegen den Strich geht. Genauso wie jetzt, Weihnachten ist ja vorbei, aber jetzt in der Weihnachtszeit wieder haufenweise Fake-Gewinnspiele. Ich verlose 200.000 iPhone X, ich verlose einen Ferrari, ich verlose einen AMG. Du verlost Scheißdreck. Die ganzen Sachen, die da gezeigt werden, sind einfach irgendwelche Sachen, die sie selber gekauft haben, nur für Verwandte, für Familie. Und du einfach so, wenn sie Gewinnspiele daraus machen. Das ist auch so eine Sache, die mir persönlich auf den Sack geht, weil viele Leute sind da so naiv und glauben das, dass sie da was gewinnen können. Nicht jeder ist so. Wirklich nicht jeder ist so. Weißt du, zum Beispiel mit Flying Uwe, der verlost die Sachen wirklich. Der macht kein Clickbait oder sonst. Oder die Jungs, die ich kenne, Kam etc. pp. Die machen die Gewinnspiele wirklich. Und die Leute erhalten auch ihre Ware. Andere YouTuber oder YouTuberinnen, wisst von wem ich rede, die machen ein Monster-Gewinnspiel, wirklich ein Monster-Gewinnspiel. Und das existiert gar nicht. Ist einfach nur gefaked. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass man den Leuten so eine Hoffnung macht, dass Leute auch und immer dran denken, like das Video, abonniert und schreibt mir in die Kommentare Hashtag Gewinnspiel und ihr nehmt automatisch am Gewinnspiel teil. Das machst du mit dem Gewinnspiel, nichts anderes. Ich guck kurz auf meine Notizen. Ja, und dann noch ein Punkt, der mich sehr enttäuscht auf YouTube, ist nun mal auch, dass viele einen Content anfangen oder ihren Kanal aufziehen, zum Beispiel ins Gaming, aber dann sehen, okay, das bringt nicht so viel, wie ich mir gedacht habe. Ich werde jetzt einfach mal den Trend hinterherlaufen. Heißt, die Leute machen einfach, vernachlässigen ihren Content, wofür Leute gefeiert haben, und machen einfach diese ganze Trendscheiße mit. Wirklich, es sind einfach diese Trendsetter, weißt du? Das Hauptsache Abos machen, ich will wachsen, ich will wachsen, ich will wachsen. Bleib doch einfach dein Content treu, weißt du, was ist daran so schwer? Was ist daran so schwer, einfach mal sein Content treu zu bleiben und nicht hier, heute ist Trend, ich wachse mir die Beine. Ja, dann wachse ich mir auch mal die Beine und schrei aua, aua. Was soll das? Ich verstehe das halt nicht, warum es solche Leute mit so einer Scheiße so erfolgreich werden. Beste Beispiel ist zum Beispiel der René. Wenn der ein Video schneidet für FIFA und Pack Opening. Leute sehen nur das Endprogramm. 13 Minuten, 15 Minuten. Aber hinter so Videos stecken meistens 7 Stunden Schnitt. Wenn nicht sogar mehr. Kommt drauf an, wie aufwendig das Video ist. Aber das sehen die Leute. Die Leute sehen halt die Arbeit nicht hinter diesem Video. Diese ganze Bearbeitung, Effekte, lustige Sachen etc. pp. Das kann man halt nicht sehen, wenn man sich nicht damit auskennt. Das kann auch keinen vorwerfen, aber ich finde, solche Videos haben deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient und Klicks verdient, anstatt so ein Fake-Gewinnspiel oder eine, die sich halbnackt da präsentiert, als wenn sie im Bordell arbeitet. Also es ist meine Meinung nach, weil ich mache selber Let's Plays, ich mache es aber nicht, um irgendwie Abos zu geiern oder oh, ich will Geld haben. Nein, sondern es macht mir Spaß. Ich will die Leute, die mich feiern, unterhalten und nicht irgendwie irgendeine Scheiße da hochladen. Och, dahingerotzt. Nein, ich setze mich hin, ich bearbeite meine Videos, ich schneide meine Videos und das dauert auch teilweise mal 2-3 Stunden. Weil ich mir nur mal Mühe gebe, dass das auch, damit ich auch mit meiner Arbeit selber zufrieden bin.
Wie gesagt, das sind so Sachen auf YouTube, die mich total abfacken, die ich auch nicht verstehen kann, warum solche Leute halt wie gesagt groß werden, erfolgreich werden und im Endeffekt die Leute nur abziehen. Also Leute, lasst euch nicht verarschen von solchen Leuten, von so einem scheiß Content, weil ich finde schon traurig genug, dass es schon so weit ist, dass halt, dass die sich hochziehen, die Leute, an Minderjährigen und irgendwelche Videos verkaufen oder sich zeigen, wie gesagt, als wenn es ein Bordell wäre. Es ist nun mal so. Und dann noch eine Sache, die mir, weil ich bin auch auf Twitch am Stream, habe ich ja am Anfang des Videos gesagt, was mich da, da gibt es auch eine Sache, die mir wirklich sehr, 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 sehr gegen den Strich geht. Und zwar ist es, wenn man zum Beispiel in der, beste Beispiel, das allerbeste Beispiel, man geht in das Spiel League of Legends, auf Twitch so, man kann sich zum Beispiel Kategorien aussuchen, hey, wer streamt gerade League of Legends, wer streamt Call of Duty, Fortnite etc. pp. Man geht auf League of Legends, was sieht man? Man sieht irgendwelche Mädchen oder wie gesagt Frauen, die halbnackt da sitzen mit so einem Ausschnitt, wo du schon wirklich in den Darm reingucken kannst, haben meistens auch einen Minirock an und besaufen sich in den Streams, twerken für Geld, machen Lapdance für Subs, haben hautenge Sachen an und die haben halt massenhaft Zuschauer. Und ich finde es auch so, Twitch ist keine Plattform dafür. Es gibt andere Plattformen, da können die sowas gerne machen, weil besonders die spielen ja nicht. Ja, einfach nur das Spiel da stehen, damit die nicht von Twitch auseinandergenommen werden. Die sitzen da und machen einfach nichts für Geld. Die spreizen ihre Beine für Geld, das machen die. Und ich finde, dafür gibt es andere Plattformen, wo die sowas ausnehmen können mit Webcam etc. pp. Also wirklich, gibt genug andere Leute auf Twitch zum Beispiel, die es verdient hätten, viel mehr Zuschauer zu haben. Auch viele, die ich kenne, die haben viel, viel mehr Zuschauer verdient, anstatt solche billigen Menschen, Frauen, die wirklich nichts für ihr Geld machen, aus ihre Beine spreizen und sich billig präsentieren. Klar, Twitch geht auch mal ab und zu dagegen vor und bannt die Leute, aber wenn die eine gewisse Größe haben, werden die auch wieder entbannt. Das ist leider, das ist traurig, aber es ist wirklich schon mal so. Deswegen, wir müssen einfach mal gucken, dass wir alle dagegen mal ein bisschen vorgehen, mal die Leute supporten, die es wirklich verdient haben. Ich sage nicht, ihr sollt mich supporten, aber mich würde es auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr mich natürlich weiterhin unterstützen würdet. Und wie seid ihr meiner Meinung? Schreibt es mir gerne mal übrigens in die Kommentare, damit wir mal da ein bisschen auch uns drüber unterhalten können, wie ihr die Sache seht. Sagt ihr, hey, der übertreibt, oder hey, der hat vollkommen recht, den gebe ich Props, der hat echt recht. Teilt durch dieses Video. Ich würde mal sagen, ich habe mich jetzt genug aufgeregt. Ich bin noch ruhig geblieben, weil, wie gesagt, ungewohnt hier, Facecam groß, kein Gameplay im Hintergrund, nur meine Fresse, nur meine Stimme. Deswegen, Freunde, ich würde einfach mal sagen, ich habe jetzt 13 Minuten gelabert. Sagen, das war's. Für den heutigen Video kommt heute alle vorbei auf Twitch. 18 Uhr, wir zocken ein bisschen Rainbow Six. Wie gesagt, Twitch-Link ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Deswegen würde ich sagen, ich bin raus. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Schreibt mir bitte gerne in die Kommentare. Teilt gerne mein Video, wenn ihr meiner Meinung seid. Ich bin raus. Ich wünsche euch was. Bis später im Livestream, Freunde.